So, jetzt noch ein zweites Video gleich hinterher. Ich habe ja die gleichen Klamotten an, stehe noch im Supercharger. Ich möchte natürlich die Zeit dann noch ein bisschen sinnvoll nutzen. Und zwar ein kurzes Update zu meinem MacBook. Also mein MacBook habe ich letzte Woche, wo ich den Tesla-Termin hatte, beziehungsweise das Model X bekommen habe, da habe ich euch ein Foto bzw. ein Video eingeblendet, wo ich gerade im Bräuningerland in Sindelfingen stand, wo ich quasi mein MacBook abgegeben habe. Ja, es wird ein neues Display reingebaut, weil die konnten vor Ort den Fehler nicht nachvollziehen, aber es war gut, dass ich damals, wo der Fehler da war, ein Video gemacht habe. Weil ich denke, sonst hätten sie mich wahrscheinlich wieder nach Hause geschickt, weil sie gesagt hätten, ja, wir sehen nichts, gehen sie wieder nach Hause und ja. Genau, deswegen, also ich habe ja mein MacBook jetzt ein halbes Jahr und ja, ich habe ja noch Garantie drauf und da ich, beziehungsweise meine Freundin ist mein damaliger, oder meine Frau jetzt, ist das damalige MacBook runtergeflogen und hatte dann quasi, so einen leichten Riss im Display und die Reparatur hätte mich 800 Euro gekostet und dann habe ich so, ja gut, 4 Jahre altes MacBook Pro, 800 Euro, da habe ich mir gleich ein neues gekauft, weil für mich hat es sich nicht mehr gelohnt. Ich habe es dann, glaube ich, für 350 Euro oder sowas gebraucht, verkauft, mit diesem Schaden eben klar angegeben. Der, wo das damals bekommen hat, der war froh, weil er hat ein neues Display zu Hause gehabt, der hat es schnell eingebaut und vielleicht hat er dann auch wieder weiterverkauft, keine Ahnung, kann schon sein. Ja, wie gesagt, jetzt aktueller Stand ist, die haben gesagt, ich brauche keine Datensicherung machen, weil sie eh nur ein neues Display reinbauen und ja, das passt eben. Ja gut, dann war ich eben, beziehungsweise dann haben sie mich am Donnerstag haben sie mich angerufen und haben gesagt, ja, so und so sieht's aus. Wir müssen jetzt doch, ich muss doch eine Datensicherung machen. Und da ja Sindelfingen doch nicht so ganz nah von mir ist, war ich natürlich schon etwas, ja, jetzt muss ich da extra nochmal runterfahren und geht es denn nicht wie anders? Dann haben sie gesagt, doch, es würde anders gehen. Und zwar, wenn ich ihnen mein Passwort vom MacBook gebe. Dann habe ich gesagt, ja gut, so viel wichtiges Zeug. Also es sind zwar wichtige Sachen drauf, aber jetzt nichts, was jemand nicht sehen dürfte. Was weiß ich, eben viele Hochzeitsbilder noch drauf. Und sowas halt, Bewerbungen. Eben noch vieles wichtiges schriftliches Zeug. Und dann habe ich gesagt, ja gut, gelöscht werden sollte es eigentlich nicht, weil ich das Zeug doch noch brauche. Und ja, dann meinten sie eben, ja, okay, gut, dann machen wir es so, dass ich ihnen das Passwort gebe. Dann habe ich ihnen das Passwort gegeben. Jetzt haben sie mich am Samstag angerufen und haben gemeint, also es liegt wahrscheinlich nicht am Display, sondern an der Software, dass wir wahrscheinlich doch alles runter machen müssten. Und gut, dann war ich natürlich ein bisschen genervt, weil, ich bin jetzt heute in Stuttgart, also heute ist Montag und jetzt fahre ich später nach Sindelfingen. Ich schaue mal, ob ich das per iCloud oder so hochladen kann. Ich kenne mich da nicht aus. Ich hasse es eigentlich, irgendwas in irgendwelche Clouds hochzuladen, aber ich habe jetzt keine externe Speicherplatte und ich sehe es jetzt auch nicht ein, für diese kurze Zeit mir eine externe Speicherplatte zu kaufen, weil die liegt dann bei mir eh wieder zu Hause rum und das ist Schwachsinn. Gut. Dann dachte ich, ja gut, jetzt gehe ich da später mal hin. Wir haben jetzt um die Mittagszeit, wir haben jetzt um die 12 Uhr. Und dann gehe ich da später mal hin und dann mal schauen, ob das vielleicht doch so geht, dass ich quasi alles in die iCloud hochladen kann. Ich weiß nicht, wie viel freie Speicher dort verfügbar sein muss. Also wie gesagt, ich habe nicht allzu viel auf meinem MacBook Pro, aber ich bin jetzt eben mal gespannt. Ja. Und jetzt schaue ich mal und dann gebe ich euch wieder Bescheid. Ah, jetzt kommt noch ein Model 3. Ach, Model 3 ist auch. Also Model 3 würde mir auch noch gefallen. Weil das ist eben doch noch mal einiges effizienter vom Akku. Ja. Jetzt mal schauen nach den 5 Jahren, wo ich jetzt mein Model S habe, ob ich ihn dann quasi abkaufe oder ob ich eben schaue, ja. Okay. Ja, genau. Ob ich dann eben schaue, ob ich das Model S abkaufe oder ob ich mir vielleicht auch ein Model 3 hole oder bis dorthin vielleicht ein neues Model S. Weil momentan gibt es ja schon relativ günstig. Das habe ich ja in meinem vorletzten Video quasi schon erzählt, dass es die mittlerweile relativ günstig gibt. Ja,
Also im Gegensatz zu damals. Ich habe damals für den hier 88.000 gezahlt, für einen Model S 75D ohne Autopilot. Also quasi die Autopilot-Funktion muss ja nur noch freigeschaltet werden, die Hardware ist ja schon drin. Aber ich habe damals gesagt, ganz ehrlich, ich brauche es momentan nicht. Und Full Self-Driving brauche ich momentan eh nicht. Da, ja, gut. Also die Spur wechseln auf der Autobahn, das kann ich auch noch selbstständig. Also, ja. Wenn jetzt mal ein paar Sachen mehr dazukommen, dann kann schon sein, dass ich mir das vielleicht noch nachträglich hole oder so. Da hätte ich jetzt kein Problem mit. Ich habe es mir auch schon mal überlegt. Aber jetzt zum aktuellen Stand, also so viel kann das Full Self-Driving jetzt noch nicht. Und ja. Bis dorthin, wie gesagt, schaue ich mal. Genau. Ja. Was ich euch vielleicht noch mitteilen wollte, wir ziehen demnächst um. Wir ziehen nochmal einen Ticken weiter vom Supercharger weg. ein Stückchen näher zu meiner Arbeit hin. Klar, wir haben jetzt unser Kind bekommen. Sie ist jetzt schon anderthalb Monate alt. Und wir wohnen jetzt in einer großen 80 Quadratmeter Zwei-Zimmer-Wohnung, aber zwei Zimmer ist halt doch, ja. Wie es halt ist. Wir haben uns jetzt eine Vier-Zimmer-Wohnung angeschaut, eine Vier-Zimmer-Neubau-Wohnung mit um die 115, 120 Quadratmeter. Die hat uns ja zugesagt. Wir haben jetzt den Mietvertrag zum 1.3. unterschrieben. Und ja, falls es dann oder wenn es dann mal soweit ist, wird da vielleicht noch ein Video drüber kommen. Keine Ahnung, wir sind jetzt gerade noch so ein bisschen dabei, uns eine Küche rauszusuchen, weil da ist keine Küche drin. Und wir haben halt auch gesagt, ja, ganz ehrlich, in einer Mietwohnung, wir wollen früher oder später, wollen wir vielleicht mal ein Tiny House oder ein richtiges Haus, je nachdem, was eben gerade so zu uns passt. Weil ich habe eben gesagt, ich sehe es nicht ein. Wir wollen insgesamt zwei Kinder und ich sehe es eben nicht ein, mich für ein Haus 40 Jahre lang zu verpflichten. Fällt hier meine Arbeitsstelle weg oder so, dann müsste ich umziehen, dann habe ich wieder einen mega weiten Fahrtweg. Und in der Miete sage ich einfach, hey, das ist kaputt, reparier das mal. Hey, das ist kaputt, reparier das mal. Und in einem Haus müsste ich eben alles selber machen. Wenn ich dann in Rente bin, dann kann sein, vielleicht stirbt eine Heizung oder so, wo, keine Ahnung, 20.000, 30.000 Euro kostet. Dann stehe ich da wieder da und ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Also da sind wir gerade noch so ein bisschen am Überlegen und deswegen haben wir jetzt gesagt, wir schauen jetzt mal die nächsten 2-3 Jahre, weil in 2 Jahren wollen wir dann ungefähr das nächste Kind. Und bei einem Haus, ich glaube, da müssen wir nicht drüber reden, da sollten schon beide Vollzeit arbeiten gehen. Oder eben einer Vollzeit, der andere Teilzeit. Aber also sonst, ich möchte ein Haus oder wenn wir uns ein Tiny House oder sowas anschauen oder ein normales Haus, eigentlich schon relativ schnell abgezahlt haben, damit ich dann eben so mit, also ich bin jetzt 25, damit ich dann so mit 50, spätestens 55 sagen kann, hey, super, das Haus ist abgezahlt, wir haben sonst großartig nichts mehr zu zahlen, ich gehe Teilzeit arbeiten, meine Frau geht dann vielleicht 450 Euro oder auch Teilzeit arbeiten, je nachdem, damit man so ein bisschen runterfahren kann und eben nicht das ganze Leben lang komplett arbeiten muss. Also das wäre persönlich nichts für mich. Deswegen, genau. Also wenn ich was kaufen oder wenn wir was kaufen würden, dann wäre unsere Bedingung eben, dass wir so schnell wie möglich abzahlen, dass wir eben monatlich einen hohen Betrag zahlen. Damit wir eben so nach, lass es 20, 25 Jahren maximal fertig sind. Aber wie gesagt, das ist eben dann immer so das Problem. Kommt da mal wieder irgendwas oder so? Da muss ich dort wieder nach Reparaturen schauen. Geht da mal wieder was kaputt im Haus? Da muss ich dort wieder nachschauen. Und ja, keine Ahnung. Also, ich bin noch jung. Meine Frau ist 2 Jahre älter als ich. Sie ist auch noch jung. Wir schauen jetzt einfach mal. Wie gesagt, bis in 2-3 Jahren. Dann geht sie noch mal in Elternzeit. Also, ich denke, spätestens 5 Jahre. Also spätestens bis in 5 Jahren schauen wir uns mal um nach Häusern. Oder ja, vielleicht auch, es gibt ja mittlerweile schon so, ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt, so Block-Tiny-Houses. Also quasi kein zum Hin- und Herfahren, weil das wäre uns zu klein. Sondern so ein feststehendes Tiny-House mit, keine Ahnung, 80, 100 Quadratmeter für 150 bis 200.000 Euro mit kompletter Ausstattung.
Sowas haben wir uns schon mal angeschaut. Das wäre vielleicht auch noch eine Option, weil, also ganz ehrlich, ich brauche kein Riesenhaus mit 150 oder 200 Quadratmeter mit Riesenkeller noch, weil was legt man großartig im Keller ab? Da sammelt sich nur Müll an, finde ich. Und deswegen, also Keller. Keller kostet auch gleich wieder bei einem Haus, keine Ahnung, zwischen, ja, wahrscheinlich so um die 100.000 Euro extra. Also mit runtergraben, mit Kellerbau und ach, ob man das wirklich braucht, ich weiß auch nicht. Genau. Ja. Mal so ein bisschen in dem Gespräch jetzt um alles rumgeredet. Jetzt habe ich kann hier mit 29% an, jetzt habe ich wieder 66%. Ich werde wahrscheinlich auf 70% laden, dann werde ich weiterfahren. Genau. Ja, das war jetzt mal so ein Querbeet. Wir haben jetzt wirklich über alles gesprochen. Genau. Dann würde ich sagen, falls euch das Video gefallen hat, dürft ihr mir gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ihr dürft auch sehr gerne Kommentare schreiben. Konstruktive Kritik finde ich auch immer sehr schön. Weil ihr seht ja, ich bin auch relativ neu hier auf YouTube. Ich mache das jetzt, glaube ich, ein Vierteljahr. Lass mich nicht lügen, um so ein Vierteljahr oder... Also maximal ein halbes Jahr, ich glaube Vierteljahr oder so. Und deswegen, also, falls ihr Vorschläge habt, bin ich natürlich sehr gern offen für und genau. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video, macht's gut und habt noch eine schöne Zeit. Bis dorthin. Ciao.